Zweieinhalb Jahre nach den Demokratieprotesten in Hongkong ist die Peking-treue Kandidatin Carrie Lam zur neuen Regierungschefin gewählt worden. Rund zwei Drittel der 1194 Mitglieder eines Wahlkomitees stimmten für Lam. Sie ist die erste Frau an der Spitze der chinesischen Sonderverwaltungszone. In dem Gremium verfügen die Peking-treuen Kräfte über eine klare Mehrheit. Die Anhänger der demokratischen Opposition stellen nach Schätzungen Hongkonger Medien nur etwa ein Viertel der Wahlleute. Das Wahlprozedere ist umstritten. Bei den Anhängern der Demokratiebewegung ist Lam jedoch ebenso unbeliebt wie der bisherige Amtsinhaber Leung Chun-ying, der im Juli nach 5 Jahren abtritt. Beide gelten als Marionetten Pekings. Hunderte Demokratieaktivisten protestierten gegen die Wahl.